So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Portal 2 Melts Story. Wir haben letzte Folge erfahren, dass wir nicht 1950 haben, dass wir nicht, dass das nicht unser Vorgesetzter ist, der immer noch lebt, sondern dass wir anscheinend durch die Zeit gereist sind. So, dieser Knopf macht was? Kurz das Portal weg. Da fällt Ewigkeiten diese Sprungflüssigkeit. Hier ist ein Knopf, der das Portal wegmacht. Hilft mir nur nichts, weil ich ja hier einen Knopf kriege. Block. Block heißt das Ding. So, wir können uns da auch nicht durchschießen jetzt, aber wir können durchgehen. Wir haben da oben einen blauen. Was passiert, wenn ich da drauf drücke? Oh. Nichts, weil der einfach nicht genug abbounced. Das heißt, wir brauchen da erstmal ein bisschen blaue Flüssigkeit. Blau. Achso. Oh, okay. Ich understande so ein bisschen zumindest gerade. Wir müssen erst dich hinsetzen, dann gehen wir hier durch, bauen dich dahin und dich dahin. Jetzt haben wir blaue Flüssigkeit. Jetzt können wir unseren Companion Cube hier rüber schleudern. Ich weiß nicht wofür, aber wir können es jetzt machen. Und das machen wir dann auch glatt einfach mal. Oh, ich habe es schon wieder vergessen. Entschuldigung. Wir kriegen den nächsten. Pam. So, da haben wir den Companion Cube jetzt hier drüben. Ich weiß nicht mal, wo das Ziel ist. Das Ziel scheint da oben zu sein. Ach, wir brauchen jetzt da oben erstmal ein bisschen blaue Flüssigkeit. So, wir bauen dich mal hier hin. Wofür auch immer. Und kriegen da oben jetzt blaue Flüssigkeit. So, wie kommt man jetzt da oben am besten hin? Ich muss mich ja selber da jetzt mal durchschleudern. Oh, aua. Bäh. Das ist ja ekelhaft. So. Wir brauchen hier oben wieder den Companion Cube. Können wir dieses Ding irgendwie ausstellen? Ja. Indem wir uns ein Companion Cube hier rüber schleudern. Okay. Und wie machen wir das? Und wie kommen wir hier wieder raus? Ist die andere Frage. Achso, wir können einfach raushüpfen. Wir haben hier oben keine Möglichkeit, den Companion Cube sofort hinzukriegen. Wir hätten die Möglichkeit, vor unserem Companion Cube hier durchzuspringen. Aber wir haben nicht viel Zeit, ist das Problem. Denn sobald wir den Knopf drücken, fällt der Companion Cube da auch raus. Oh. Wie schafft man das, da dran vorbeizufallen? Kann mir das jemand erzählen? Und warum muss man jetzt die ganze Stage von vorne starten? Hold up a second. Halt die Klappe. I don't think you're that stupid that you're going to fall for this anymore. I'll be blunt now. I'm not stupid. Cave Johnson. This Nein. isn't the 1950s. Everyone you knew hab and loved is dead. Schon mal gesehen. And now you're stuck here in Aperture Science. So, dich machen wir blau, dich machen wir blau. Like me. After everyone left because of that boat. Which I'm sure you already knew, but whatever. So. However, jetzt können wir uns den blauen, den Companion Cube da durchholen. So. Oh. Ich habe schon wieder vergessen, ja. So. Wieso ist der zerstört worden? Oh, right. You can't answer me. Just do what I say and you'll be fine. Warum ist der jetzt da jetzt durchgefallen? Hallo? Companion Cube? Willst du wohl einfach mal deine Aufgabe machen und da drauf fallen? Herr Gott, noch eins. Du hast eine Aufgabe. Eine Aufgabe hat dieser Cube und die kriegt er nicht gebacken. So, jetzt haben wir da oben unsere Möglichkeit, das Portal hinzusetzen. Schön ist, wenn man einmal die Lösung so ein bisschen hat, geht der Rest relativ flink. Okay, ich kann den nicht anders hinsetzen. Ich weiß nicht, was das eben gerade war, warum ich so komisch da durchgefallen bin, so.
Wir gehen mal ganz flink, ganz flink. Ich glaube, der ist unten irgendwo gelandet. Fuck. Du blöder Wichser. Mir fällt gerade auf, wenn ich da durchfalle, dann geht ja auch mein Portal komplett weg. Ah, ist das nervig. Dich wieder dahin. Ach, Companion Cube wieder dahin. Obwohl, der Quatsch, das war ja Blödsinn. Wir wollten ja nur dadurch. So. Wir haben den Companion Cube auf der anderen Seite. Wie kriegen wir den Companion Cube jetzt dadurch? Das ist jetzt halt auch ein bisschen heavy alles, ne? Eigentlich war meine erste Idee gar nicht so schlecht. Dieses... das Ding hier nutzen und durchfallen. Aber ich glaube, dass meine Ausführung nicht so gut war. Hä, hey, warum bounce der da so scheiße? Was ist denn das? Habe ich so viel Pech, dass der so falsch rausfällt? Oh, wir können ihn einfach hier raussetzen, das ist gut. Habe ich wirklich so viel Pech, dass der da so schlecht drauf bounced, dass der falsch rüberkommt? Ich kann den auch nicht anders setzen, da oben das Portal. Nö, der geht immer da so hin. Okay. Egal wie ich stehe. Warum bounce er da so raus? Kann mir das jemand erzählen? Ich verstehe es nämlich wirklich nicht. Oh, da hätte ich jetzt einfach stehen bleiben können, ne? Ah ne, hätte ich nicht, weil mein Cube irgendwo hier jetzt nicht rauskommt. Wo ist der Cube? Achso, oh. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, wir versuchen es jetzt noch zweimal und dann muss ich mir eine andere Lösung überlegen, weil so langsam verliere ich da die Geduld mit... Der kommt jedes Mal so komisch raus. Oder bounce er mir auf den Kopf? Der bounce mir noch nie auf den Kopf. Ist er jetzt tot? Ja, jetzt ist der Cube tot. Shit. Ist das ein nerviger Kollege. Oh. Vielleicht hat er nicht genug. Nee, er bounced manchmal halt einfach so komisch. Man hat einfach, muss halt einfach Glück haben, dass er richtig rausfliegt. Und wenn es nach Glück geht, dann ist natürlich so ein Spiel extrem schwer zu meistern. Wenn man einfach auf Glück sich verlassen muss. Vor allem, ich kann da oben ja nicht das Portal ausschalten und dann neu setzen und... Oh, das war doof. Ja. Dann machen wir das Spielchen nochmal. Das Problem ist, dass ich nur einen Cube habe. Wenn ich einen zweiten hätte, wäre das alles viel einfacher. Wäre es alles nicht so glücksbasierend. Nein! Oh, ich war zu langsam. Weißt du, jetzt klappt das einmal und dann war ich zu langsam. Okay, es ist auf jeden Fall die Lösung. Ich muss nur schneller sein. Yay! Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es klappt. Deswegen habe ich mich nicht so beeilt, wie ich es vielleicht hätte sollen. Oh, ich habe vergessen. Genau, dass ich... Ich mache jedes Mal dieselbe Art von Fehler, ne? Auch auf jeder Map. So. Wir machen da einen hin. Wir machen da oben einen hin. Und dann gehen wir mal wieder durch. Ich habe schon wieder Pech gehabt. Ja, wenn man auf dieser Map Pech hat, dann ist es vorbei schon. Ja, der Cube ist schon wieder hier gelandet. Bam, bam. Da bin ich kein Fan von, wenn man Glück haben muss. Wirklich nicht. Oh, ich glaube, ich habe den Cube gerade kaputt gemacht. Ja, da war ich nämlich ein bisschen zu schnell runter. Ich schneide aber nicht, nö. Ihr müsst jetzt dasselbe ertragen, was ich ertragen muss. Wisst ihr? Ich habe schon die Lösung, dann will ich auch, dass ich das auf Anhieb schaffe.
Ach, fick dich, du Cube. Was ist denn das für eine Kacke? Warum kann der da nicht normal rausfallen? So wie normale Cubes. Ich verstehe das nicht. Es ist wirklich stressig. Zack, der da durch. Dann holen wir uns den da wieder hin. Denn ich muss jedes Mal dieselbe Art von Ablauf machen. Vielleicht ist das auch die falsche Lösung, aber mir fällt keine andere ein. Achso. Oh, ich hab's geschafft. Ja, ich war beim vorher nur mal nicht schnell genug und das war keine schöne Map. Map-Ersteller. Also 0 von 0 Sternen. Weil man Glück haben musste, dass der. Ich war ja oft genug schnell drauf. Ich hatte nur das Pech, dass der komische Cube falsch abgebounced ist. Und wenn man Glück haben muss, dann finde ich, dann ist so ein Random-Faktor drin. Und Random-Faktor auf einer Rätselmap ist scheiße. So about before. Before? That's why I said all that, right? I'd rather not have my one chance of escape have a panic attack and die on me after years of being suspended in a faulty relaxation vault. Which could be a real possibility, because as my records show, the old test could cause heart attacks after small exposure to the chemicals. And you were pumped full of them. So, let's all just take a breath and start over. Okay. My name's Virgil. I'm a core. Virgil. The Enrichment Center. And before you even think of asking, yes, there is a building above you, and yes, I came from it. I'm not crazy. Don't be too alarmed, though. A lot's changed since you got put on ice. Okay, Virgil? Ist das nicht der, der in Portal 2 versucht, GLaDOS zu übernehmen? Vielleicht interpretiere ich jetzt auch schon wieder rein, aber ich glaube schon. Aber war das nicht eigentlich ein englischer? Ich meine, klar, die mussten eine eigene Vertonung machen, dann ist es schwer, denselben Sound wieder hinzukriegen. So, wir haben da jetzt einen Cube. Wir kommen da aber nicht drüber, weil wir keine blaue Flüssigkeit haben. Blaue Flüssigkeit kommt da raus. Und das hilft uns nichts. Denn wir könnten uns auch einfach rüberschleudern. Hui. Wir haben falsch gesetzt wieder mal. Wieso mache ich jedes Mal dieselben Fehler? Scheiße. Ja gut. Wir müssen uns da wieder hochporten. Ich muss den blauen umsetzen. Blau umsetzen. Blau umsetzen. Das ist blau und umgesetzt. Nice. Wir haben unseren Cube. Der Cube hilft uns viel. Denn wir können damit nichts machen. Wir könnten ihn als Rampe benutzen. Wir haben hier auch ein Portal, wofür auch immer. Ne, wir können den nicht als Rampe benutzen. Wir gehen mal eben wieder zurück. Denn dann sind wir wieder oben. Ich wollte nicht unbedingt meine Möglichkeit verlieren. Hier komme ich auch nicht durch. Achso, hier könnten wir alles blau färben und dann können wir darüber bouncen. Aber wie aktivieren wir den Bouncer? Und warum ist da eine rostige Plattform? Wir haben jetzt den Cube, das ist alles nicht mehr so das Problem. Das Problem, das ich jetzt habe, ist, dass ich nicht sehe, wie ich da hochkomme. Eigentlich auch nur mit blauer Farbe. Wie kriegen wir die blaue Farbe aktiv? Das ist jetzt die Frage. Gab es hier irgendwo noch einen Button, den ich übersehen habe? Wir gehen nochmal wieder hoch. Aktivierst du auch blaue Farbe? Nee, ne? Oh. Ja, das war nicht überlegt. Kommt ja auch von da. Also die blaue Farbe wird von da hinten aktiviert. Aber wie komme ich da überhaupt hin? Gibt es hier irgendwo einen Durchgang? Ist ja nicht so, als wenn ich mich hier einfach durchschießen könnte. Da sind nämlich ein paar. Da oben ist ein Knopf. Ein paar Wände im Weg. Oh, vielleicht kann ich mich von dem. Von dem Dings da rüber. Rüberporten. Irgendwie an der Seite vorbei. Ja. Alles klar. Oh, vielleicht auch nicht.
Er hat eine unsichtbare Wand eingebaut. Der fiese Möb. Da komme ich nicht dran vorbei. Der Cube hilft mir hier auch gar nichts. Oder hilft es mir was, wenn ich einfach... Ich versuche erstmal so durchzuhüpfen, sonst ist der Cube unten und dann ist der unnötig. Naja, da komme ich ja nie hoch genug. Wieso ist hier eigentlich offen? Nur damit man das Zusammengefallene sieht. Okay. Die Tür ist zu. Da oben kommen wir nicht hoch. Ich sehe da hinten blaue Flüssigkeit fließen. So. Wir gucken nochmal weiter. Ich hätte gerne das versucht, ob wir da so hoch kommen. Aha, hier kommt man so hoch. Das heißt, wir holen uns jetzt unseren Cube. Ich hatte nur Angst, dass ich den dann unten habe und dann stehe ich doof da. So, wir holen unseren Cube. Und ich kann den nicht durch die Wand greifen, alles klar. Gehen dann hier so durch und hier hoch. Okay, nur der Cube ist oben, aber ist ja auch nicht so schlimm. Das ist kein Weltuntergang. Alles gut. Denn wir sind auf einem guten Weg. Dann porten wir uns einen Schritt weiter links hier durch. Oh, das war schlau. Ach, Leute, von heute. Das ist nicht einfach. Das ist alles nicht einfach, so. Das war viel zu weit weg. Ah, endloser Kreislauf. Endloser Kreislauf. Ach, Gott sei Dank. Wir müssen... Das war schlau. Mir selber den Weg zu versperren. Wir müssen uns irgendwie wieder da hochbewegen. Ich weiß nicht, warum ich es beim ersten Versuch geschafft habe und jetzt plötzlich nicht mehr. Was zur Hölle? Ich konnte mich nicht nach vorne bewegen. Voll gemein. Warum nicht? Das ist die andere Frage. Scheiße, ey. Mann. Merkt man schon beim Losspringen, wenn man überhaupt nicht in die Richtung drückt, wo man hin möchte. Nochmal. So. Und zack. Meine Güte. Ist doch gar nicht so schwer. Ich bin nur zu blöd. So. Jetzt gehen wir weiter. Das ist eine tödliche Tür, das habe ich schon gelernt. Da oben ist ein Knopf. Der Knopf bringt mir... Oh, hier stehe ich in einer Wand drin. Ich brauche meinen Cube. Ich habe da jetzt ein blaues Portal. Das heißt, wir können hier das Orange hinsetzen. Und sind dann hier mit unserem Cube. Der uns, weiß ich noch nicht, was bringt. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt einen Cube. Wir können da oben einen Knopf drücken. Der uns das rote Tor aufmacht. Und wir haben die Möglichkeit, nirgendwo hinzugehen. Was nicht so gut ist. Okay, da ist ein blaues Rohr, das uns auch nichts bringt. Hä? Ich meine, wir können jetzt hier durchgehen, aber das hilft uns ja auch nichts. Hui. Hui. Wir haben ja keine Möglichkeit, einen hohen Sprung zu machen. Oder? Nicht wirklich. Das ist auf jeden Fall eine tödliche Tür, da will ich nicht rein. Ich will da oben ran. Und da oben ran komme ich. Warum gibt es hier blaue Flüssigkeit, weil ich die nicht nutzen kann? Genauso wie hier, da gibt es ja auch blaue Flüssigkeit, die ich aber noch nirgendwo nutzen konnte. Wo
Wofür auch immer. Vielleicht übersehe ich auch die ganze Zeit was. Aber das ist kein Wunder, dass hier keine blaue Flüssigkeit rauskommt, wenn da so ein Rohrstück fehlt. Ich muss ja irgendwie Anlauf nehmen gerade. Hier rauskommen ist ja kein Problem. Aber wie kann ich mich irgendwo runterstürzen, dass ich Anlauf kriege? Achso, ich kann mir jetzt natürlich auch von hier aus überall porten. Wir versuchen mal was. Wir gehen nochmal wieder hoch. Und gehen nochmal hier hin, so. Aber ich glaube, dass der Sturz nicht hoch genug ist. Ich befürchte, dass der Sturz nicht hoch genug ist, aber wir versuchen es einfach mal. Doch ist er. Good job, Mel. See that pipe there? That the repulsion gel's leaking on? That'll take you to the pumping station. Jump down and walk on it. Oh, and try not to fall off. That goo down there is corrosive. And it doesn't like human skin. Okay, es ist anscheinend wohl giftig, das Zeug. Und wir gehen mal hier hoch, weil er das gesagt hat, wir sollen die Rohre lang gehen. Boah, ich hätte jetzt gerne einen Safe Point. Muss ich sagen. Muss ich da runter? Das sieht so aus, als wenn ich da runter könnte. Wir gehen einfach mal. Boah, danke. Danke, Spiel, bitte safen. Vielleicht hat es auch schon gesaved. Schön. Safe. Now, according to my records of this room, there should be a turret shooting range at the far side of the room. If you can get through there, you should be able to get to the fourth testing track. That'll take you up to where I am. Okay. Wir sollen ihn finden hinter der Shooting Range. Das machen wir bei der nächsten Folge. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.